Nein, die sechste. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir stehen dem Antrag der FDP in den meisten Punkten sehr positiv gegenüber, werden diesem nur aufgrund zweier einzelner Punkte nicht zustimmen können, da wir hier weiteren Gesprächsbedarf sehen. Das eine ist die 4-Wochen-Frist, die Sie in dem Punkt 4 anmerken. Die halten wir einfach für nicht realistisch. Ist mehr die kleinere Sache. Der andere Punkt, weitaus gravierender, betrifft den Punkt 6d, in welchem Sie ja letztendlich eine Gesetzesänderung des Denkmalschutzgesetzes fordern, Paragraph 3 Absatz 5. Demnach soll der Denkmalrat ja nicht nur berechtigt werden, Empfehlungen auszusprechen, sondern er soll im Grunde genommen ein Vetorecht erhalten. Und ein Vetorecht ist ein scharfes Schwert und eigentlich nur in absoluten Ausnahmefällen anzuwenden. Hat man noch mühsam Entscheidungskompetenzen und Strukturen aufgebaut, und durchtrennt diese jetzt, diese Struktur an einer Stelle mit so einem Vetorecht. In Zeiten, wo Transparenz und zunehmende Bürgerbeteiligung eine immer größere Rolle spielen, ist das eigentlich auch ein anachronistisches Mittel. Es muss dann ja auch unbedingt gewährleistet sein, dass dieser Denkmalrat auch zukünftig nicht vom Parteibuch besetzt werden darf. Es muss auch sichergestellt werden, dass dieser Denkmalrat nicht in einer chronischen Rückwärtsgewandtheit alles an fortschrittlichen Bestrebungen verhindert, noch darf er zum willfährigen Gehilfen einer entfesselten Wohnungsbaupolitik werden und alles der Abrissbirne preisgeben. Diese Gewährleistung sehen wir nicht gegeben und sehen da noch Gesprächsbedarf mit der FDP, um das einfach näher erläutern zu lassen. Und ein paar Worte noch zu dem derzeitigen Stand des Denkmalschutzes hier in Hamburg, der unserer Ansicht nach nur ein Schattendasein führt. Nur allzu schnell werden Denkmäler eben potenziellen Optimierungen eines finanziellen Erlöses geopfert. Prominentestes Beispiel, wir haben es heute schon gehört, die Cityhöfe. Hier beklagt ja bereits der Denkmalrat in seiner Stellungnahme zu dem Hochhaus der Commerzbank, dass das in diesem Zusammenhang gestellte Abrissbegehren der Investoren leider mit dem in Aussicht gestellten Abriss des Cityhofes begründet wird. Wir stellen daher fest, dass von Rot-Grün hier, das können Sie nachlesen, das ist kein Blödsinn, steht im Internet, das ist kein Blödsinn. Nachlesen bitte. Wir können sehen, dass dieser Präzedenzfall, der hier geschaffen wird, nach so kurzer Zeit schon anfängt, sich nachteilig auf das gebaute Erbe in Hamburg auszuwirken. Damit wird eine Hintertür in das Denkmalschutzgesetz eingebaut, so groß wie ein Scheunentor. Aber auch die personelle Ausstattung des Denkmalschutzes spricht Bände. Gerade mal ein Baudenkmalpfleger pro Bezirk zeugen von der Unterausstattung der Behörde. Dies führt zum Beispiel dazu, dass denkmalpflegerische Genehmigungen für Änderungen auf dem Ohlsdorfer Friedhof nicht vom Denkmalschutzamt, wie es eigentlich die staatliche Aufgabe wäre, sondern de facto von einem ehrenamtlich tätigen Förderkreis bearbeitet wird. Eine Tatsache, die damals schon in dem Ausschuss zur Sprache kam und auch für herbe Kritik sorgte. Inzwischen haben ja nun nach der AfD auch die Grünen und der Bundespräsident den Begriff der Heimat für sich entdeckt. Auch die Pflege der erhaltenswerten städtebaulichen Strukturen dient dem Ansinnen, den Bürgern ihre Heimat zu erhalten. Bei allem zeitgemäßen Fortschritt sollten wir unsere Baukultur bewahren und nicht dem bedingungslosen Wohnungsbau unterordnen. Hamburg braucht gerade jetzt in diesen Zeiten einen starken Denkmalschutz. Dafür weist der FDP-Antrag in vielen, aber leider in den genannten zwei Punkten nicht in die richtige Richtung. Wir stimmen der Überweisung daher in den Ausschuss zu. Vielen Dank.